Ich habe 3 Stacks Glas mitgenommen. Ich habe jetzt noch 40 übrig. Durch dieses Gestrichel kann ich persönlich das nur so ganz schlecht erkennen, weißt du? Ja. Kauf dir eine Brille. Ich brauche auch eine. Brille? Viel, Mann. Ist das Aber keine irgendwie finde Werbung? ich. Nein, sie hat ihre Brille bei Kick gekauft. Bei Kick? Gibt es ja auch diese Lesebrillen da. Kleidung clever kaufen bei Kick. Kleidung, Kick, der Kleidung, Kleidung. Textildiscount. Scheiße, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Ach, da ist der. Hä? Warum machst du das breiter? Hä? Ich mach doch nichts So, weiter. ich habe das falsch gemacht. Ups. Sagen, was willst du von mir? Ich hab kein Ich will Geld. da rein. Der Glastunnel ist ultra hässlich. Aber wir können hier in den Wänden können wir noch Glowstone reinbauen. Oben läuft ein Freeballer. Oder wir lassen Lava von oben rüber runterlaufen. Das wäre natürlich auch mal richtig geil. Geil. Es ist die Lava. Lohnt auf dem Land und melkt Kühe. Kriegt keine Frau. Ich habe kein Glas mehr. Dann mache ich jetzt Glowstone. Verschwende ich. So. Also hier ist es ja noch in der Decke. Ohne. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ach, scheiß auf zählen. Hast ja gesehen, in einer vor ein paar Folgen, man kann vom Zielen auch süchtig werden. Ja. Tannis Sucht vom Zählen. Allein schon Kinder und Mann, hä? Ja. Hier, der Stein kann eigentlich auch weg. Da muss dann Glas hin. Hier der Stein auch. Verstehe ich gar nicht, warum ist hier Stein? Allwegen ist Ruhe. Wegen Fusch am deiner Bau. Mutter. Wegen der Fusch am Bau. Heute mit Julia. Was? Ach so, weil ich immer Fusch am Bau mache, oder was Ja. willst du mir damit sagen? Genau. Der hat mir nicht wehgetan. Alter. Sieht echt voll behindert aus. Kannst du hier noch was reinmachen? Hier innen und da gegenüber ist Warte. auch. Und Sieht ein da bisschen seltsam fehlt. aus, aber ich fand das vorher hässlicher. Wo willst du haben? Da. Hier, yeah. Oh, Ja, Moment. hier und da und. Nein, da drunter. Ja, und hier ist auch ein Loch. Oh nein, wir haben nicht genug Glowstone-Puder. Ich meine Glowstone-Staub. So, wo willst du noch da, ne? Nee, Ja, hin? da wo der Ja. Erdblock drin schwebt und hier über meinen Kopf. So. Oh. Wollte jetzt E zum Laufen benutzen. So, lass mal zum Berg hoch. Warte mal. Okay, worauf? Hier war noch Fusch. Wo war Fusch? Am Bau. Okay. Das nennen wir Kanal-Tunnelbegehung. Durch die Wartungsschächte, ne? Voll lustig, ich habe Aki sein eigentliches Futter wieder gekauft. Ich war ein bisschen knapp bei Kasse und musste ein bisschen günstigeres Futter kaufen, ne? Der hat sich gefreut, als ich diese Tüte da aus dem Sack holte, ne? Der ist richtig durchgedreht. Der ist immer hin und her Hier. gerannt und hat dann genau überprüft, wie ich das Futter bei ihm in die Schüssel mache. Haben wir oben eigentlich noch Baumaterial hier drin stehen? Nee, ne? Haben wir letztens Glaub alles nicht. mitgenommen.
Wir waren so frei. Dü, dü, dü. Das müsste im Prinzip von Mario so diese Horrormusik kommen, wenn man in eine Burg kommt. Achso, warte mal. Nee, hab ich nicht. So, wo bist du? Ach so. Okay, gut, dann lass mal wieder nach unten gehen und dann lass uns bereit machen für den Nether. Nether. So, Tani, warum ist hier so ein großes Loch? Frag mal deinen Mitbewohner. Ich hasse ihn. Moment. War das nicht von uns, wo wir das Schild gebaut haben? Nein. Können wir sogar in der letzten Aufnahme nachschlagen. Hä, habe ich nicht gerade auch Erde gesammelt? Keine Ahnung, aber ich habe ein Ei. Hauptsache, du hast ein Ei. Ich hab dich damit beworfen, Mann. Toll. Dass das Ei verschwindet. Wir sollten auch mal da unten. Wir haben den Gang ja auch nach links gebaut. Vielleicht sollten wir da irgendwas hinbauen. Mehr hab ich nicht. Achso, warte. Jetzt kann ich auf unserer To-Do-Liste den Glastunnel abhaken. Du meinst, in dem Tal sollten wir noch was bauen, ne? Ja, aber ich weiß nicht was. Aber ich will ja irgendwas Sinnvolles bauen. So eine Erntemaschine. Ich möchte immer noch geil, unsere eigenen Häuser bauen. Und Erntemaschine klingt auch gut. Erntemaschine wäre echt geil, aber ich kann das nicht mit Redstone. Müssten wir nochmal nach. Ich habe ja so richtig. Habe ich das schon erzählt in irgendeiner Aufnahme? So richtig, richtig geile Minecraft-Bücher bei Gandalf gefunden. Ja. Aber hier also, für eine Erntemaschine müsste man so viel Terraforming machen. Also ich werde mir wahrscheinlich auf kurz oder lang eins dieser Dinger holen. Sogar. Na, ich habe Holz mit. Warte, ich will das noch fertig machen. Let's go, Home. Was? Hast du mich gerade Homo genannt? Blöd. Der war so schlecht. So schlecht wie du. Wie deine Mundhygiene. Was? Schmilz! Ja, zerfließt alles so. Der Aki? Der ist tot. Also Tiere haben ja immer generell schlechte Mundhygiene. Also nicht Mundhygiene, sondern eher schlechten Mundgeruch. Der ewig währende Pfeil in der Treppe. Uns fehlen noch Schweine. Wir müssen noch so eine Schweinerennbahn bauen. Stimmt. Spannen wir Jule vor den Kahn. Ja. Warte mal, wenn da Glas ist, wir haben doch auch eine Netherkiste. Ach, da ist noch ganz viel Glowstone drin. In der Netherkiste. Ja, was machen wir denn da, wenn wir nicht in den Nether gehen müssen? Ich möchte aber in den Nether. Ja, dann lass uns einfach so in den Nether. Ich muss nur noch ein paar Schwerter mitnehmen. Ja gut, ich muss auch noch ein bisschen was holen. Ich habe nur gerade ein Schaf gestreichelt. Gestreichelt, ja, ja. Mhm. So, ich wollte danach war es mit mal weg, ich kann mir das nicht erklären. Oh, das ist aber merkwürdig. Es ist einfach verschwunden, hat Puff gemacht, und hat sich erst schlafen gelegt und dann war es weg. Was denn? Oh, ich nehme mir einen Bogen mit. Ja, ich mach mit. Wir haben ja eh 10.000 Pfeile, meine. Ja. Irgendwo hatte ich mal einen Verzauberten. Tja, ich weiß nicht, wo der ist. Ich kann es mir irgendwie schon denken, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Er befindet sich bestimmt in einem Inventar. Nein, der ist nicht in meinem Inventar. Und warum glitzert dein Bogen so? Nein, Scherz. Ja, tatsächlich. Jule? Ja? Ich habe Glowstone-Staub. Warum glitzert dein Bogen so komisch? Dann tu den Glowstone-Staub in die Netherkiste. Nether. Die ist hier hinten. Deine Mutter ist hier hinten. Deine Mutter weiß nicht mal, was hinten bedeutet. Oh doch, das weiß ich. Oh mein Gott. Ach, der Rest packe ich jetzt alles ins Zeug. Der leckt mich doch am Arsch. Die fast voll ist. Jule? Ja? Wir müssen uns mal merken, dass wir die Zeugkiste mal nach den Aufnahmen vielleicht sortieren.
Ja, aber die Sachen, die da drin sind, das ist wirklich Zeug. Außer die Sachen, die du jetzt reingelegt hast. Ich habe nichts reingelegt. Aber so vergammelte Kartoffeln und so und Tränke, das können wir alles bald in den Turm bringen. Wenn wir da unser Alchemie-Kram hintun. Jetzt habe ich 2 Bögen. Ach, mir wurscht. Hä, dein Handy wurde geklaut, erzähl mal. Ja, das war folgendermaßen. Ich hatte mein Handy auf dem Spiegelschrank gelegt. Naja, ich hatte mein Handy auf dem Spiegelschrank gelegt. Mhm. Der Freund meiner Schwester ist da, du weißt, der Böse, ne? Ja. Und wollte mich fertig machen. Also Aki und ich sind ja 7.21 Uhr schon wieder los, ne? Mhm. Und an uns vorbei ist dann hier, sag mal, schnell der Freund meiner Schwester gehuscht. Mhm. So. Ja, und dann ging ich wieder zum Spiegelschrank, der ist mit ihr weggefahren. Und mit mir war das Handy weg. Das ist scheiße. Ja, dann habe ich versucht, es wieder anzurufen, weil ich kenne mich ja auch und verdödel öfters mal meine Sachen, ne? Mhm. Nur es ist ausgeschaltet. Und das so Lustige ist, ich schalte mein Handy nie aus. Hm. Und das Akku war voll. Bist du fertig? Ich denke, ich bin soweit fertig. Spitzhacken habe ich, Schaufel habe ich nicht. Eine würde ich gerne mitnehmen. Naja, nun ist das Handy weg. Und ich würde sagen, ich habe Pech gehabt. Das ist echt kacke. Ja, zumal also, so zu Hause. Ich meine, stellt euch mal vor, eure Schwester oder Bruder hat einen Freund und klaut euch einfach euer Handy. Mhm, zumal dieses Handy auch immer noch zwischen 250 und 300 Euro kostet. Ja. So ein neues, so ein Samsung-neues. Ja, also, S4 halt, ne? Ja, S4 ist ja jetzt alt, wird dann hinterhergeschmissen, sagen alle, aber ich finde 300 Euro für ein Handy trotzdem teuer. Ja. Oh, die Pflanzen sehen jetzt anders aus. Sieht jetzt ein bisschen aus wie Unkraut. Naja, jetzt bin ich wieder handylos. Hab mir jetzt erstmal meine Karte sperren lassen. Mhm. Ne, weil nicht, dass er dann noch irgendwelche kostenpflichtigen Sachen anruft oder so. Ja. Also, so Sex-Dinger, ne? Ja. Also das Hauptaugenmerk ist eben halt darauf gerichtet, weil das Handy aus ist. Mein Handy ist nie aus. Ja. Es ist lediglich höchstens mal auf lautlos. Guck mal, sieht doch schön ordentlich aus hier. Mhm. Hast du das überhaupt schon gesehen? Ja, ne? Ja. Selbst auf der Arbeit ist bei mir das Handy... Was? Wenn ihr Spaß haben wollt, ruft da an. Da ist was explodiert. Das war super. Wow, wo ist der? Alter. Ah. Wo ist der denn? Arschkeks. Ich seh den gar nicht. Ich sehe gar keinen Gast. Siehst du einen? Nein. Von wo hat er dann geschossen? Ja, du Penner. Aber Tani, ich habe echt Angst, dass wir uns hier verlaufen. Werden wir schon nicht. Und wenn doch, dann ist es scheiße. Wo ist denn der Penner? Ich habe übrigens das ultimative Geschenk für dich gefunden. Geil. Ich finde Geschenke gut. Das ist richtig geil. Also ich habe das so gefeiert. Und ich weiß, dass du es auch mögen wirst. Hier der Seelensand nochmal. Wir hatten ja schon bemerkt, dass er... Das ist echt creepy. Tani, wo bist du? Ich bin noch hier beim Eingang. Achso, ich dachte, du kommst mit mir hierher. Ich suche noch den Gast. Wo bist du? Du bist wahrscheinlich hier rum, ne? Genau, ja. Big Man. Nee, also das Geschenk, geil. Also ganz ehrlich, das würde ich am liebsten mir selber kaufen. Ich werde mir, glaube ich, davon auch eins selber kaufen. Noch dazu, jetzt also mitbestellen. Jetzt wieder von Dildos oder so. Ja, was? Grunz nicht so. Klingst wie mein Hund, wenn er Hunger hat. So, das war ja gerade ein Leck. Nee, also ich hätte mir das... Das ist der Seelensand. Nee, du warst mit mal neben mir und dann plötzlich 7 Blöcke weiter oder so. Alter, wo ist der Penner? Haben wir uns nicht hier haben wir uns hochgebuddelt. Ich rieche hier Paranoia, weißt du das? Oh, warte. Was denn du? Hm? Ich bin hier durchgegangen, hier hoch. Ach, da. Hier sind wir schon mal lang gelaufen. Vielleicht finden wir die Festung wieder. Naja, ich werde dir... werde es dir auf jeden Fall demnächst bestellen und schon habe ich ein ultimatives Geburtstagsgeschenk. Ja, obwohl mein Geburtstag erst in über einem halben Jahr ist.
Achso, hier Quarz kann man auch mitnehmen. Und ich habe uns die ersten Disney-Dinger bestellt. Also nochmal ein paar DVDs. Geil.